wir sehen hier eine Bodenbeschichtung, Untergrundvorbereitung eines Gussasphalts. Zurzeit sind wir beim Kugelstrahlen und Randbearbeitung machen. Das heißt, mit Diamantwerkzeugen die Ränder schleifen und anrauen. Wie man sieht, wird durch das Kugelstrahlen die Oberfläche abgetragen in einem sehr feinen Ausmaß. Dreck wird abgetragen, Poren und Lunker geöffnet, sodass wir hier mit der Grundierung optimalen Halt bekommen. Was wir machen, ist heute einen Gussasphalt zu beschichten. Die Untergrundvorbereitung ist ja abgeschlossen. Und was wir heute hier drauf machen, ist ein Spezialsystem aus dem Hause Dispon. Das nennt sich Dispopur A326. Den Boden zu beschichten würde im klassischen Sinne wie lange dauern? 3-4 Tage, reine Verarbeitungszeit, dann nochmal 2-3 Tage Trocknung. Und das hier ist die Verladerampe. Da ist immer was los. Das wird immer gebraucht. Mechanische Last ist ja auch relativ heftig. Mit dem System wird es jetzt möglich. Es ist sehr, sehr schnell trocknend. Der Vorteil bei dem Material hier ist, es stinkt nicht. Es riecht noch nicht mal stark. Und es ist zugelassen nach AGBB. Mit dem Material ist es möglich, heute noch 3 Arbeitsgänge zu machen. Wir fangen an mit der Grundierung. Am Anfang ist es immer besonders schwierig. Da werden die Randbereiche, Ecken und Kanten von Hand rausgearbeitet, damit Einbauteile, Wände und Sonstiges nicht befleckt wird. Und dann geht es in die Fläche und dann ist die Grundierung auch schon gleich fertig. Material wird ausgegossen, mit einem Gummischieber verteilt. Das geht sehr schnell, ist besonders gleichmäßig und effizient und wird dann eben wieder nachgewalzt und angearbeitet und egalisiert auf der Fläche. Kurz danach wird abgesandet, Sand füllt, kostet nicht sehr viel und bringt eine ideale Zwischenschichtenhaftung. Schnell reagierende Materialien riechen immer sehr streng. Man braucht hohen Luftaustausch in den Räumen. Hier überhaupt nicht. Die Verarbeiter sagen sogar, gemessen an einem Standard-Epoxidharz ist hier der Geruch wesentlich geringer. Ein großer Vorteil des Materials, das man auch im laufenden Betrieb einsetzen kann. Wenn nebendran gearbeitet wird, kann hier beschichtet werden. Die Grundierung ist fast vollständig aufgetragen und dann werden wir nach einer Wartezeit von etwa 2 Stunden schon weiterarbeiten können. Und so kann man an einem Tag tatsächlich 3 Arbeitsgänge plus Untergrundverarbeitung machen und diesen gesamten Raum von 180 Quadratmetern fertigstellen. Jetzt können wir schon die Fläche begehen, können zusammenkehren und jetzt wird gleich die Zwischenschicht aufgetragen. So, die Zwischenschicht ist jetzt fertiggestellt. Im Hintergrund laufen die letzten Restarbeiten und in Kürze wird hier angefangen, die finale Deckversiegelung aufzutragen und dann ist hier die Arbeit abgeschlossen. Als der Kunde auf uns zukam und wir nur einen Tag zur Verfügung gestellt bekommen haben, um das ganze Projekt hier abzuliefern, gleichzeitig musste der Verkauf im Nachbargebäude noch weitergehen, das heißt keine Geruchsbelästigung. Da kam Dispon auf uns zu mit ihrem Material Dispopur 326 und dann kann morgen der Kunde wieder rein, sein Geschäftsfeld weitergeben. Der Job ist gemacht, der Boden ist fertig. Wir haben um 12 mit den Beschichtungsarbeiten angefangen. Wir haben von 10 bis 12 Untergrundvorbereitungen gemacht und in 6 Stunden hier in 3 Arbeitsgängen einen rutschhemmenden Industrieboden verlegt, der morgen voll und ganz genutzt werden kann. Es hat praktisch keine Geruchsentwicklung gegeben. Nebendran konnte weitergearbeitet werden. Das ist machbar mit unserem Dispopur A326.